Wenn meine Türklingel mal funktionieren würde. Damit ich die Drogen. Damit ich die Drogen von der Post entgegennehmen kann, meine Damen und Herren. Okay, machen wir uns mal einen nussigen Nachmittag. Wie ohne Drogen? Wie? Ach so. Mit Kirby. Mit Kirby und den Zuschauern. Hallo, willkommen zurück. Ihr war Kirby und wie heißt es? Return to Dreamland. Weil wir nicht einfach nur sagen Kirby's Adventure, weil das langweilig ist. Genau. Und Kirby Adventure Wii ist zu lang. Und kaum fangen wir an, wirkt das, als wenn das egal. Wenn das egal wäre, was wir hier tun. Ich muss ins Spiel, ja, sonst war's das. Deswegen warte ich gerade noch die ganze Zeit. Für unser Entertainment. Entertainment. Ja, ohne dich ist es Entertainment. Mit mir ist es Entertainment. Wo müssen wir hin? Noch höher. Noch höher. Stage 5. Immer weiter. Bisschen unheimlich, wie die Helmchen so, ne? So ein bisschen... Naja. Alles klar. Okay. Zum Rodeo. Ist ja irgendwie Bossfight heute? Nee. Jetzt? Warum? Na, heute so? Wahrscheinlich schon. Also für uns heute. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt in der Folge schaffen. Aber guck dir das mal an, wie das hier aufgebaut ist. Als ob hier gleich der übelste Scheiß losgeht. Irgendwie schon. Oh ja. Yeah. Komm, Brofist. Wer hätte damit gerechnet? Du hast warte, recht, wir kriegen das nie wieder so hin. Nee, ich dachte, wir machen das jetzt. Brofist. So. Naja, nee, was? Das, du hast recht, das schaffen wir nie wieder so wie das eine Mal. Das war echt göttlich. Ja. Ich will auch. Können wir die mitnehmen? Und irgendwie in die Ecke stellen oder so? Und dann, nee, das will ich nicht. Oh nein, sie explodiert. Naja, sammeln wir sie trotzdem mal ein. Kannst du mich nicht mal küssen? Nee, weil du so weil heiß ich keinen bist. Schaden habe. Genau. Ah ja. Ich bin jetzt so heiß wie ein Vulkan. Sieht aus, als wenn das jetzt hier so ein Boss-Rush ist. Ah, okay. Ich hab immer noch von unserem magischen Garn. Was hast du davon? Eine Sache im Kopf. Welche krieg denn? Die kriege ich auch nie raus. Gott, irgendwann später. Hier kommt eine Kalkung. In einer der letzten Level. Der hintersten Winkel. Was haben wir da gemacht? In den winkligsten Hintern? In den winkligsten Hintern, was haben wir da gemacht? Ich weiß nicht, wir haben uns nur gewundert, was kommt jetzt für eine Dings, ne? Ob jetzt Delfin kommt oder irgendwie. Ach so, mit dem ständigen Umändern. Das kann sein, ja. Und dann sagen wir einfach zeitgleich, okay, weiß gar nicht, wie das nennt. UFO. Nee, wir sagen schon UFO. Aber die haben irgendeinen Speziellnamen gehabt, oder? Onken, Frofu. Nee, einfach die Spitze. Ist ja auch egal, ich ramble jetzt hier nur. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Guckt einfach mal nach, wenn ihr es wissen wollt. Ja, es ist Folge. Auf seinem Kanal, Kanchos Corner. Abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Der ist schon auf dem System genommen. Wie, den hast du weggemacht? Nein, dann hätte ich dir ja schon Bescheid gesagt, dass du bitte die Kirby-Folgen ja, hier hoch nimmst. Nö, da wird er wahrscheinlich noch eine Weile bleiben, bis ich keinen Bock mehr habe. Dass dein Kanal ist. Bock mehr, ja, ich wollte gerade sagen, dass ich keinen Bock mehr habe, nichts zu machen. Oh Gott! Wenn ich jetzt wieder anfangen würde, würde ich, glaube ich, einen komplett neuen Kanal hochziehen. Warum nicht mit deinem alten weitermachen? Weiß ich nicht. Rebranding. Das hat nicht funktioniert, weil ich keinen Bock hatte. Also Rebranding. Wie würdest du ihn dann nennen? Also gebe ich dem Kind einen neuen Namen und... Wie würdest du ihn denn dann nennen? Weiß ich nicht. Ah ja, ich hab übrigens... Apropos... Das war gut. Apropos Rebranding, ich hab's jetzt gemacht, ich hab's jetzt endlich gemacht. Du hast es jetzt getan und deinen Kanal umbenannt? Ja. Ich weiß nicht, ob ich so lasse, aber derzeitig ist er dann mal umbenannt. Okay. Damit du nicht die ganze Zeit sagst, auf dem Kanal von der HBK. Ja, nur deswegen. Das hat ihn fürchterlich irritiert. Das hat genervt. Ach, ich fand das immer, das hatte so was Muckeliges. Ja. Was für ein Ding? So heimisches. Wenn man der HBK gesagt hat? Ja, weiß ich nicht. Oh, guck hier, unsere Freunde aus Gameboy Teil 2. Ja, den habe ich aber nicht gespielt. Hab nur den ersten gespielt. Ich habe den auch nie besessen, glaube ich. Ich hätte den zweiten auch nur geliehen von ihm. In den Hintern. Guck mal. Ich hau dem einfach die ganze Zeit in die Fresse. So. Wie im wahren Leben. Gegnern dir öfter komische Wasserdrachen-Dinger? Ja, die spucken mir auch immer die ganze Zeit so ins Gesicht. Boah, ich hasse es, wenn das passiert. Und jetzt surfen die mir hinterher. Letztens auch in der S-Bahn, ey. Der S-Bahn-Surfer? Ja. Was ist denn jetzt? Ach. Hab ich irgendwas... Nee, der S-Bahn-Surfer klingt einfach cool. Das klingt so nach einer Sache, die wirklich existieren könnte, dass einer auf S-Bahn surft. Ich meine, gut, in Indien ist das ja gang und gäbe. In manchen Gegenden. Da fährt man so Bahn. Das
Ich musste gerade an Turban denken, weil das klingt wie Surban. Ich habe nicht Surban gesagt, sondern da fährt man Surban. Aber Surban klingt wie Surban, Urban klingt wie Turban. Ja. Und das klingt orientalisch. Wie Sopran? Wie Sopran? Sopran. Nee, Moment. Nee, warte mal, ja. Nee, der Sopran war der Hochfreund, ja. Huch. Es ist anders gekommen. Bariton war in der Mitte. Sopran war schon höher. Naja. Huch. Sopran war, ich glaube, die höchste Frauenstimme? Nee. Doch. Ja, nee, ja. Nee, doch, das ist mir auch egal. War Sopran nicht die höchste Frauenstimme? Ich weiß nicht, ob das geklärt also, ja, Frau und Mann? Ja, ja. Okay, weil ich würde mich da jetzt zum Beispiel noch nicht rausrechnen. Dank meiner engelsgleichen Stimme. Was ist denn jetzt Wasser? Bist du Plasma? Weil ich gerade so ein Vieh von dem gegessen habe. Hokai! Ich wollte gerade sagen, ich muss. Warte. Ja. Saug ihn ein. Ach so, das ist auch eine Plasma. Ja, ja. Nee, aber das wird in männlich und weiblich unterteilt, ja. Mhm. Ja. Jetzt ist keiner mehr Stein. Aber warte, irgendjemand kann doch bestimmt rüber blitzen. Ja, aber wie? Ja. Wie funktioniert das genau? Nach oben und nach unten und Sprung und nach unten. Guck mal hier. Ah, richtig. Sprung nach unten. 5 von 5 Zahnräder, nice. Ah, Quark, nach oben, nach oben, nach oben! Ich schaff das noch! Man, das ist so magisch. Das könnte man auch einfach als Screensaver oder sowas benutzen. Oh, guck dir das an! Ja, voll cool, oder? Absolut genial. Ich hab das nicht so. Nicht mit Plasma, ne? Oh, eine magische Metamomate. Toll. Komm her, küss mich. Der erste diese Session. Boah, was war das denn für ein Horror-Kussgeräusch? Das klingt wie. Das klingt wie Scar, der aus dem Nichts kommt und dich zerfetzen möchte. Mufasa! Sag's nochmal, Mufasa. Mufasa. Alles kribbelt da. Nein, ich habe nicht zu viel König der Löwen als Kind. Man braucht schon einen König. Es gibt nicht zu viel. Niemand, tralalalala. Idioten, es wird einen König geben. Ich werde der König sein. Oh. Haltet zu mir und ihr werdet immer Hunger leiden. Was? Also, gut, im Prinzip hast du recht. Ja, das war, im Grunde, ja, das ist Spiel. So. Gut, aber man muss ja auch fair sagen. Ja. Scar. Muss auch mal fair sagen. Hat er auch irgendwo recht. Scar ist, was Scar wollte, ist, dass die Tiere alle Essen haben. Ja, das Problem ist einfach, wenn alle gleichzeitig essen, ist dann nichts mehr da. Ja gut, aber ist, oh, das, was ist, das ist das die perfekte Lösung von Mufasa, die ganze Hyänen irgendwo abzuschieben, wo... Nee, natürlich nicht, das ist Rassismus. Achso, warte mal. Nehme ich jetzt hier. Birdie Fox, auf geht's. Birdie Fox, yeah. Der hat schon viel gemacht. Oh ja, das stimmt. Oh, lauf! Oh, nee, ist noch nicht. Oh, das ist ein großes Stiefmütterchen. Gehen Sie spazieren, machen Sie unanständige Dinge. Der Frühling ist da, wie zum Beispiel Eis essen im Freien oder Frühjahrsputz. Genießen Sie den Tag. Es ist schließlich der... Das ist viel zu einfach. Das Schönste der Woche. Meinst du, vielleicht ist es so einfach. Einfach kurzer Bossrush, weil die nicht mehr eingefallen ist? Nein. Oh, tatsächlich. Jetzt können wir einfach umgekippt. Wer klaut denn jetzt das Segel? Ist doch bloß ein Segel. Oh. Das ist der Sphärenspuk. Na gut. Uralter Sphärenspuk. Ja! Oh, voll reingesprungen. Mach hier voll die Street Fighter-Techniken hier. Ja? Hadouken! Nicht ganz. Ich weiß nicht, ich war gerade die ganze Zeit irgendwie an. An? Aus. In der Luft wollte ich eigentlich sagen. Und hab den die ganze Zeit irgendwie angegriffen. Autsch. Mein Boxhandschuh. Der ist halt zu weit oben, als dass ich einfach meine Box... Ach nee, jetzt. Wir stellen uns gerade nicht sonderlich doll an. Ich finde mich spitze. Finde ich das eine Ende von meinem Bleistift auch, aber... Das kommt eigentlich raus. Power, natürlich bei mir. Ducken! Okay. Und ducken. Oder auch nicht. Krieg direkt. Ja, oh, war das knapp. Ah, oh, lass mich doch mal einsaugen. Okay. Oh.
dich echt schon irgendwie beschädigt gesehen. Du hast mich schon beschädigt gesehen. Ich kann nie wieder heiraten. Beschädigte Ware. Ich hab hier was für dich. willst du? Ah! Ach shit. Ich weiß nicht. Warte. Hoch runter, hoch runter, hoch runter. Ja. Kennst du doch. Ja, kenn ich. Vom Pumpen. Deines Fahrrads. Und Schlauches. Mit dem ich dann vom Balkon springe. Genau. Mit Olli. Dieser Running Gag, den keiner checkt. Naja, ich glaube mittlerweile an die Leute. Entpuzzelt. Ich glaube nicht. Oder haben gar keinen Bock fürs Turmpuzzeln. Weil wir das, glaube ich, immer nur außerhalb meistens bringen. Oder innerhalb dann immer nur so ein bisschen... Wir haben sowieso so viele komische Insider-Jokes. Inside-Jokes, yeah. Gott sei Dank, ey. Das ist gutes Game-Design. Und zweiten Mal einfach direkt in den Kampf hinein. Ohne mir die Zeit zu stehlen. Au! Das ist es halt mit seinen komischen Kugeln. Macht man ihm sicher ordentlich. Yep. Als ob, der ist da durch! Danke. Der ist doch da durchgeflogen, der blöde Sphärenspuck, Alter. Sphärenspuck dir ins Gesicht, Mann. Fällt langsam aggressiv hier. Ach, aber erst langsam. Ja, es ist noch nicht auf einem Sunshine-Level zum Beispiel. Oder eine Aussage, oder? Oder eine Grunty-Level. Ist noch nicht auf dem Sunshine-Level. Du musst hoch und runter, ne? Kennst du, ne? Ja, ja, vom Wichsen, ja. Von was? Was? Ich weiß auch nicht. Ja, wenn man sich den Bart schön macht. Ach so, ja, ja, klar. Bartwichse ist halt... Ach so, ich dachte so von Schuhe ist das. Ja, das gibt's auch. Gibt das auch für den Bart? Ja, klar. Also so Schuhcreme für den Bart? Ja, eigentlich Schuhcreme für den Bart. Dann Bartcreme für den Schuh. Bartcreme für den Schuh. Damit dein Schuh auch immer schön haarig bleibt. Jawohl. Okay. Dass die Haare auf deinem Schuh immer schön gepflegt sind. Ja, du hast angetäuscht da so weiter. Naja, ich meine, manche Schuhe müssen einfach auch aus Haaren sein. Ich meine, es gibt Tiere, die sind aus Leder. Aus denen machen wir Lederschuhe. Da muss es Tiere geben, die sind aus, wie Leder, ne? Die aus... Ah! Die sind, ach so, wir müssen dafür, ja... Dafür habe ich direkt meine Strafe bekommen. Verdient! Ich frage meine Damen und Herren, nimm doch irgendwas mit. Schnattercutter. Ja, am besten ist es eigentlich sowieso, ihm seine eigenen Kugeln entgegenzuspucken, glaube ich. Also die großen dann. Die könnten eventuell mehr Schaden machen, ich bin mir nicht sicher. Also wir sind bisher noch überhaupt nicht irgendwie nah rangekommen, den zu besiegen. Ja, das ist ja sicher. Hatten wir die nicht so gut wie unten, dann... Ich mache ihm doch ständig Schaden, habe ich das Gefühl. Das ist andersrum, er macht dir ständig Schaden. Ja. Oh. Fuck. Och, so nicht auf. Danke. Das hat viel mehr Schaden gemacht. Ja, aber Federn sind cooler. Ich weiß. Was? Warum? Nein! Ups. Oh, naja, was soll's. Dann kriegt keiner was, welches ist das besser. Ja, wie gesagt, mit den Kugeln macht man halt ordentlich Schaden. Ja, aber die Kugeln sind... Die sehen aus wie Honig, die möchte ich nicht wegspucken. Willst du lieber essen? Naja. So eine richtig fette Honigkugel. Ja. Honigkugelpferd. Honigkugelpferd. Oh, danke. Das hat mich gerettet. Oh, ich hab dich gerade sogar eingesetzt. Ja, danke. Bam! Was? Oh, abgewehrt. Ja, ich hatte gerade zwei von den Kugeln drin, deswegen hat das mehr Schaden gemacht. Ich glaube, der geht jetzt Phase 2. Ja. Phase 2. Oh yeah, das macht Autsch! Das macht Autsch. Aua! Phase 2. Hab eine. Ah! Paar Beine. Das habe ich nicht gesagt. Okay, ja, ich hab die Schnauze voll. Ja, ich hab dich im Mund, achso. Ich dachte, ich hätte eins erwischt, aber... Heieiei. Pum, 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 pum. War gerade ein Äpfchen, hast du gehört? Das Äpfchen, das weint. Mann, gib mir doch mal hier so einen leckeren Drops. Ich wollte gerade sagen, versucht doch den Stern einzusaugen dann. Ich guck, das geht nicht. Oh, Vorsicht. Ja, jetzt, ja toll, da wo ich wieder nicht reagieren kann.
Hast du lieber auch, wenn ich sterbe, ist nicht so schlimm. Schuss! Ah! Einer noch! Einer noch! Komm! Oh! Oh. No! Nein! No. Oh. Nein. Renn! Renn, Ofis! Rotis! Ach, verdammt! Komm ab! Hau ab! Komm schon! Spuck irgendwas! Schussis! Ja! Yeah. Komm, nee, immer noch nicht. Was doch, jetzt kommt. Oh mein Gott. Nächste Phase, shit. Okay. Nimm, was du kriegen kannst. Gib nichts zurück. Wir sind Piraten, joho. Trinkt aus, Piraten, joho. Ja, von mir ist auch so. Du hast mich? Ich hab dich. Du hast mich. Oh yeah. Jawollis. Bam! Durchgesäbelt. Oh, jetzt macht er hier aber auch. Wie man im Volksmund sagt. Durchgesäbelt. Fech mit dir, Wally. Oh! No! Oh, Verzeihung. Shit! Fangen wir jetzt in der. Ja, wir müssen die ganze Phase nochmal machen, oder? So ist das. Bei der Phase. Holy Sphärenspuk! Nee, Falter bin ich nicht. Ich nehme ein Vögelchen, das ist okay. Vogel! Dieses Bambi-Video, ich erinnere mich. Vogel. Vogel. Das ist kein Vogel, Dumpfbacke. Upp. Oh, ich hab zu früh gefreut. Jedes Mal. Meinst du, nach 100 Mal oder so ist er einfach weg? Aber guck mal, er ist doch uralter Sphärenspuk. Du musst doch mal, ne? Dann ist er ja schon wahrscheinlich bei 100 Jahren. Also weg ist er dann noch nicht, wie es aussieht. Ja. Oh Gott, sorry. Naja, was machen wir mal hier. Tauschen wir mal die Rollen. Eigentlich will ja keiner von uns das haben, weil wir ja lieber die Drops nehmen. Aber. Zack, 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 zack. Jesu, nein. Ah. Komm her jetzt. Nein, sie ist. Irgendeiner muss irgendwas holen. Okay, hol du das. Sprung, 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 Sprung. Jo, immer noch. Ist das hier wieder ein Autorennen? Jetzt komm ich nicht hoch. Niau, ein Otto-Rennen? Ein Otto. Keine Ahnung, für den Otto-Normalverbraucher. Ach so, mit dem Otto-Motor. Genau. Gut, dann haben wir ja jetzt alles erschöpft. Außer Otto-Katalog. Das ginge noch. Den haben wir auch erschöpft. Ja. Den haben wir. Den gibt's, glaube ich, schon gar den nicht. Den haben wir leer geschröpft, wohl her. Nee. Weiß ich nicht, gibt's Otto nur eins? Gibt's nicht mehr. Nee, Quelle gibt's glaube ich noch. Den Quelle-Katalog gibt's nicht mehr. Der ist pleite. Der ist definitiv pleite, ich meine. Okay, ja. Genau. Dann gibt's wohl Otto noch. Neckermann. Macht's möglich. War aber dann. Aua! Hat glaube ich nur noch Reisekataloge. Toll, ich saug die ganze Zeit und es geht dann zu dir. Ist immer wieder typisch. Autsch. Diesmal nicht so viel HP verlieren am besten. Uns nicht so gut. Wir hätten irgendwie, hätten sie mal Stein gehabt, wäre das super gewesen. Mit Stein hätten wir alles überleben können. Naja. Vorsicht! Yo. Fliegen! Sehr gut. Vorsicht. Okay, Teleport. Vorsicht, Erinnert mich ein bisschen an den Tabu von Smash Bros. Brawl, von dem Subspace Emissary, von dem der letzte Boss. Hm. Macht der auch sowas? Ja, der teleportiert sich quasi genauso oft. Und genau in der Fashion wie der hier. Aber wie gesagt, gleicher Macher von Kirby und Smash, ne? Ist ja klar, dass von Hideo Otami oder so? Haut das hin? War das der richtige Name? Weiß ich nicht, wie der heißt. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß, wie er aussieht. So ein richtig Jungscher ist das. Also der irgendwie die Eltern. Ich glaube, Hideo Otami war das. Oder war der das? Ich weiß es nicht. Eins noch. Komm mal her. Schussis! Bam! Okay, nun heißt es Superfähigkeit abwarten und dann angreifen, wenn er hier im Vordergrund ist. Hat er nun Waddle-Lee-Fähigkeit bringt nun keinem was. Ne, vermutlich nicht. Huch. Da links ist die Superfähigkeit, hol sie dir. Jawohl, und jetzt. Der ist noch im Hintergrund gewesen. Jetzt. Sehr gut. Schön gesliced. So, dann sind da hier sicherlich. Heißes Slice, das war das. Komm, halt an, denke ich. Ach, jetzt ist er nach hinten gegangen.
Nein, nicht zu mir. Danke. Gar nicht mitgekriegt, dass du was gegessen hattest. Ich auch nicht. Das war jetzt eher Zufall. Naja, es ist immer wieder schön, wenn du mich küsst und was zu essen im Mund hast. Ach, come on. Jetzt. Ja. Daneben. Ja. Aua. Nein, schon wieder zu spät. Ich dachte jetzt, das war Hintergrund. Mann, das ist... Ich... Hideo Kojima war wieder jemand anders. Ja, das ist der Metal Gear Mann. Das ist schon wieder Hintergrund, ne? Gut. Bam. Hier, ich hab ein Pudding. Puddings. Pudding. Und? Giga Pudding. Und jetzt nimm es. Nimm es, uralter Sphären. Einmal noch. Ja, der kriegt jetzt hier. Komm her. Oh. Nee, nicht gibt's. Ja, oh yeah, guck, was ist das denn? Megasäbel! Die gelbe Bedrohung! Bam! Yeah, zack! Zack! Wie auch mich die ganze Zeit aufschlitzt! Der perfekte Mord! Officer, es war ein Versehen! Er stand da, er konnte sich nicht bewegen wegen der Zwischensequenz! Cool! Wie lange geht die Folge? 21 Minuten. Naja, das ist ja vollkommen in Ordnung. Hey! Wow! Unglaublich. Aber ein falsches Spiel. Was soll's? Und dann mit der Macht des Segels. Und den vier anderen Teilen, die wir geholt haben, wurde das Schiff wieder zu flugfähig. Achso, ich dachte zu Captain Planet. Ich sag's ständig, ne, aber diesmal nicht. Na gut. Mit all diesen Powern zusammen wurde das Schiff dann Captain Planet, von mir aus. Und Marty mit der Macht des Herzens. Des schlagenden Herzens. Ja. Ja, ja, du hast es geschafft, Kirby. Die Lore ist wieder funktionstüchtig. Die Ruderbeine, Flügel, das Emblem und der Mast. Alles ist wieder da. Das Emblem war bestimmt voll wichtig. Auf diesen Moment habe ich so lange gewartet. Du bist ein Held, Kirby. Ich schulde dir eine Reise. Zu meinem Heimatplaneten. Eine Reise nach Halkandra. Das Helmtitel. Halkandra, whatever. Liegt in einer anderen Dimension. Aber die Lore wird uns in 0, nichts dorthin bringen. Keine Sorge. Pack deine Picknickdose ein, Kirby. Wir fliegen nach Halkandra. Kirby, wir fahren nach Latsch. Halkandra? Ja, Latsch Tantra. Kirby, wir fahren nach Halkandra. It's Anime. Naja, nein. Meine Power von Animation wurde uns gezeigt, wo wir hinfahren. Blup. Nämlich das nach... Spart ziemlich viel Kosten. Und dann mit einmal... Mobsgeschwindigkeit. Hast du den Kirby-Anime mal gesehen? Ich glaube nicht, nein. Also einen von den vielen. Ich glaube nein, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe einen gesehen, der kam glaube ich so um 2000. Ich habe den Donkey Kong-Anime gesehen. Nee, du meinst so also die kanadische... Die Trickfilmserie, ja. Ja, Animationsserie. Hey, yo, Kong, da, da, da. Donkey Kong, go. Ich kenne nur die coolen Lieder. Das war aber das. Das war von dem Anime. Ja, ja. Oh nein! Und auf dem Weg in seine Welt wurden wir natürlich wieder runtergeschossen. Wir sind jetzt in Mordor? Offensichtlich. Ja, weil es hier mehr Türen gibt. Ja, was? Mordor! Ach, okay. Gut, ich würde sagen, damit und dem Abschluss dieser hoffentlich bald alle zu Ende tot. Gehenden... Es ist vorbei. Ach, scheiße. Nee, ist ein Roboter, der darf überleben. Alle anderen sind tot. Intrig. Ich weiß nicht genau. Yeah. Oh nein, alle Teile sind wieder verloren gegangen. Ein vierköpfiger Drache. Blauäugiger Drache. Nee, so ein grüner. Das ist der rot schimmernde Ultradrache. Ja. Ist vollkommen egal. Jetzt gibt's der rote Grünaugendrache ist das. Ich mach mir die Karte. Der rote Grünaugendrache? Ja, der rote Grünaugendrache. Der rote Grünaugendrache. Der rote Grünaugendrache. Der wird dann zum ultra vierköpfigen Drachen. Ja. Hm? Meine Güte. Es gibt ja Yu-Gi-Oh! Kartenmakers mehr als genug im Internet. Bestimmt. Und auch einen, der richtig gut funktioniert, der habe ich früher aber gemacht. Habe ich dann sowas wie zum Beispiel Mülltonne oder Angela Merkel oder Arbeitsamt gemacht als Karten.
Warum nicht? Weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Arbeit an der Feinkarte. Und ich habe aber mein ganzes Kartendeck gemacht mit Wrestling-Zeug. Aber leider habe ich diesen Ordner irgendwann mal gelöscht oder der ist irgendwo verschütt gegangen. Mhm. Egal, an der Stelle würde ich dann sagen, das ist diese Folge von Let's Play Kirby's Return to Dreamland, während dort einfach der PC ausgegangen ist. Ja, so ist es. Dankeschön fürs Zusehen. Und an der Stelle, wie eh und je. Genau. Ohren steif halten. Was? Steinfalten? Ohren steif halten. Ohren steif halten? Ja. Das ist das neue Schere, Stein, Papier. Ohr, Stein, Ohr, Stein, falten, ja. Falten gewinnt gegen das Ohr. Das Ohr wird vom Stein zerschmettert. Nee, Moment, dann hat er zwei. Das Ohr hört am Stein. Warum? Das ist besser, die Folge beenden. Mit dem Stein kannst du falten ins Gebälk. Oh Mann. Keine Ahnung, tschüss.